Und da habe ich dann den Filmdraht, ne? Den, was ich jetzt dann auch da habe. Und das jetzt alle bei mir daheim kriegen. Das muss man natürlich selbstverständlich spielen, wenn man wirklich das macht. In 58 Jahren bin ich dann zum Haramosch gekommen, als Kameramann. Ne? Uns war jetzt zu der Haramosch mit 7400 Meter und ist aber schon bekannt gewesen, dass er ein schwieriger Berg ist. Weil ein Jahr vorher waren Engländer dort, da waren zwei Tote. Und den dritten haben sie müssen alle Zehen und Finger annehmen, verbrennt. Ne? Die haben müssen sogar einen zurücklassen, weil sie ihn nicht mehr retten haben können. Das dauert ein halbes Jahr oder länger, wie er sich das vorstellt. Bei meiner Tochter, weil er so dick geschillert, der lässt sich ausreden überhaupt nicht. Weil wenn er sich was einbüht, dann muss das sein. Es waren ja drei Kinder da. Die Frau hat mit ihrem Geld, was sie verdient hat, damals gelebt, wäre die im Genuss war, die Welt kennenzulernen. Die erste Expedition war der Haramosch. Da war ich stellvertretender Leiter. Ich war damals der jüngste Teilnehmer mit 26 Jahren und unverheiratet natürlich. Und dadurch finanziell unabhängig, ich war nur mir selber verantwortlich. Ich habe mir müssen 6 und 7 Monate, wie es bei der Expedition war, unbezahlten Urlaub nehmen. Ich musste kündigen. War in dieser ganzen Zeit, diese 11,5 Monate, ohne Gehalt. Da bin ich freigestellt worden. Das war gar nicht so schwierig, weil sie gesagt haben, der ist Altphilologe und das ist sportliche Unternehmen. Und schließlich hat der Mraas entschieden, das ist ein sportliches Unternehmen, aus und Schluss. Wir wurden da mit der Rüsshenne. Der war als Leiter, dann wurde der Mandl Professor als Graz und der Hammerschlag war als Arzt mit, aber auch als Bergsteiger. Und der Ebner als Leoben und ich halt. Ne? Wir waren eben noch im Status des Zeithabens. Wir sind im März weggefahren und sind dann mit dem Schiff gefahren bis Karachi.
4 Tonnen haben wir Gepäck mitgehabt. Das haben wir dann aufgeteilt. Das erste Erlebnis war, wie wir am Nanga Parbat vorbeigeflogen sind, von Rawalpindi auf nach Gilgit. Und das war auch so ein Erlebnis, wie wir da in halber Hegen vom Nanga Parbat geflogen sind. Da haben wir erst gesehen, wie gewaltig die Berge dort sind. Dadurch, weil die ein Jahr vorher schon die Toten waren und die Verluste für einen 7000er groß waren, ne, hat es geheißen, dass der Haramosch eine sehr schwierige Expedition werden wird. Es hat auch Dürrenfurt, der ja der Himalaya-Papst war, sofort gesagt, es wird keine leichte Expedition werden. Damals in den 50er Jahren, wenn einer nominiert worden ist zu einer Himalaya-Expedition, war ja das eine Auszeichnung. Wir waren einfach so von der Sendung erfüllt, dass uns die Bedenken nicht gekommen sind. Von Gilgit sind wir dann mit 8 Jeep im Indus entlang gefahren. Das war der Indus, der war ein gewaltiger Fluss. Da haben wir die Träger gekriegt, ne? Die Hochträger. Und da ist der pakistanische Begleitoffizier zu uns gekommen, der Jimmy. Ne? Jimmy haben wir gesagt gesehen. Jamal Ur-Rahman oder der Kassen, der uns wirklich viel geholfen hat und viel Schwierigkeiten aus der Welt geschaffen hat. Und Sassle ist herunten noch am Fluss, eine öde Gegend. Ne? Und da ist ein Ding gewesen, ein Schamane ist da gewesen, also ein Wahrsager. Ne? 3 Bergsteiger und 2 Träger kommen von Haramosch nicht mehr zurück. Die Dämonen von Haramosch, die gehalten es. Der Ebner hat gesagt, da kommen wir nie rauf. Auf Vieh, hat er gesagt. Viele von uns waren schon in den Alpen, in den Westalpen und haben viel kennengelernt. Aber als wir dieser Wand gegenüberstanden, da ist jeder von uns sehr kleinmütig geworden. In den 50er Jahren war, mit der schlechten Ausrüstung gegen heute, ne, hat man sich immer müssen vor Augen führen, dass irgendwas nicht klappt, dass was nicht richtig funktioniert und dass man zugrunde geht. Ne. Gott sei Dank hat es zur damaligen Zeit doch schon für uns Perlonseile gegeben, weil mit Hanfseilen wäre das undenkbar gewesen. Gut, weil es ist noch 1 Meter hoch der Schnee gewesen. Da sind uns die Träger davon gerannt. Jetzt hätten wir müssen die Träger entlassen. Ne? Das sind nicht gegangen. Die Träger haben sich geweigert, weiterzugehen, weil sie nicht einverstanden waren mit dem Bakschisch. Jetzt haben wir müssen in monatelanger Arbeit das ganze Gepäck zurücktragen. Also wir Bergsteiger und die ein paar Hochträger, 5 Hochträger waren, bis wir zurückgekommen sind ins Basislager mit den ganzen Zeug. Man ist praktisch bei der Expedition
auf sicher lag gestanden. Genauso wie die Frau daheim. Hat auch noch keine Verbindung gehabt zu der Expedition. Wie gesagt, damals ist nur der Postläufer 14 Tage von der letzten Stadt, von der letzten Poststation bis zum Basislager gekommen. Und dann ist es oft nicht möglich gewesen, dass man, wenn man in einem Lager auf der Höhe war, dass man die Post gekriegt hat. Nur wenn zufällig einer raufgekommen ist. Die Träger haben sowieso eine Verpflegung gehabt. Und von uns hat meistens der Heine gekocht. War ein guter Koch. Hat ein paar Schinken gemacht. Und wie wir später Marin gekriegt haben von uns, von da, hat er Marin gemacht. Also das Essen war eh sauber. Ne? Die vielen Lawinen, die ununterbrochen abgegangen sind. Ein paar Mal müssen Deckung nehmen, weil die Lawinen runtergekommen sind. Da haben sie die Lawinen, wenn die rechnen, 4000 Meter kommt da eine Lawine runter. Die hat unsere Zelte weggeblasen wie nichts. Und alles überzuckert mit Staub, mit Eis. Und das haben wir sie mit der Zeit ja eh daran gewöhnt. Ne? Und sogar im Basislager hinten hat es uns ein paar Mal verschüttet. Wir haben jeden Tag auf die Nacht, der Radio Pakistan hat die Wettervorschau für die Haramosch-Expedition und für die französische Chamlu-Expedition durchgegeben. Wir sind erst am Ende Juli, haben wir dann die Nachricht gekriegt im Radio, dass einige Tage
Schönwetter im Gebiet vom Haramosch sein wird. Da haben wir gesagt, jetzt ist entweder geht es jetzt ein Handstreich oder sonst müssen wir aufgeben. Heini Reuss, Stefan Bauer und ich. Wir sind dann allein weiter. Ich war mit Hammerschlag im Zelt und in dieser Nacht, wo die anderen aufgebrochen sind zum Gipfel, wurde Hammerschlag höhenkrank und ich bin mit ihm abgestiegen, um ihn da herauszubringen. Die sogenannte Wächste, die war, wie wir hingekommen sind, 20 Meter. Wir haben gesagt, die Schaumröhren, die war nicht zum Bewältigen. Jetzt haben wir müssen in die Südwand einsteigen, wo sie bei den Verhältnissen in der Südwand, wenn es so schönes Wetter ist, die Hitze, haben wir gesagt, entweder fliegen wir alle miteinander oben, dass wir das Schneebrett lostreten, oder wir kommen durch. No. Zuerst ist der Heine, die Wand eingestiegen, dann der Mandl und die war so der dritte hinten am Grat als Sicherung. No, und weil das gehalten hat, habe ich gesagt, dann gehe ich auch noch rein. Und sind wir dann bis über die Schaumröhren gekommen, auf dem Grat vor dem Hauptgipfel. Das war dann schon das sind fast 7400 Meter. Und ich muss eins sagen, das war äußerst gefährlich. Der Heine ist einmal in eine verdeckte Spalten geflogen. Da ist der Rucksack flöten gegangen, da haben wir die Ausrüstung verloren. Wir sind oft schon in Schnee gelegen und wir glaubt haben, wir kennen nicht mehr. Und da hat einer den anderen gesagt, geh, jetzt geh du dabei für ihn, ne? Wir haben sie abwechselnd die Führung übernommen durch die Spurarbeit. Ne? Das hätte einer nie machen können. Ne? Das letzte Stück zum Gipfel, das war ein einmaliges Erlebnis. Wenn man runtergeschaut hat, 4000 Meter, fast senkrecht, runter bis zum Kuttwalsaar, das war Kuttwalsaar, ein kleiner See. Am 4. August 1958 um 14 Uhr war es soweit. Heinrich Reuß, Franz Mandl und Stefan Power erreichen nach mehr als 4 Monaten schwieriger Vorbereitung und einem 13-stündigen Anstieg als erste Menschen den 7409 Meter hohen Haramosch-Gipfel. Alle drei hat jeder so eine Freude gehabt und eine Befriedigung nach Wochen und Monaten langen. Das waren Monate, wo wir schon unterwegs waren. Da noch den Gipfel erreicht zu haben, wir sind uns da um einen Hals gefahren. Wir haben nur kurz ein paar Aufnahmen gemacht. Und dann war nichts als wir runter. Das war wie eine Flucht vom Berg, vor der Köten, vor dem Sturm, dass wir runterkommen und sind in die Mulden runtergekommen. Da war es schon gegen Abend. Da waren wir schon so. Fertig. Jetzt haben wir aber müssen auf zum Zelt. Da sind wir noch alle porschiert, sind wir umgefallen. Das Zelt haben wir dann nächsten Tag abgebaut. Und sind bei Schneesturm sind wir dann über den 7 Kilometer langen Grat zurückgegangen bis zum Lager 3 und haben das Lager verlassen und vorgefunden. Die zwei sind krankheitshalber sind wie das Wetter gekommen ist, sind sie abgestiegen. Der Ebner hat gesagt, die leben eh nicht mehr. Wenn wir runtergekommen sind zum Lager 2, war das vollkommen leer, war niemand da. Also sind wir noch weiter runter, also mit den paar Tagen, wo wir waren, auf uns drei Mann angewiesen, war wirklich eine harte Angelegenheit. Wie es ein bisschen aufgerissen hat, die Nebelwand, haben wir dann einen schwarzen Punkt gesehen. Da haben wir gewusst, das ist schwarz. Da ist nur Schnee und das ist bei uns das Lager. Und da sind wir wieder glücklich zum Lager zurückgekommen, aber vollkommen fertig.
der Brief gekommen ist, dass sie am Haramusch bestiegen haben, hat er geschrieben. Das habe ich dann Mitte September gekriegt. Er legt mir den Haramusch zu Füßen. Und wenn es auch ein 8000er war, der 7000er war schwieriger als wenn es ein mancher 8000er. Es ist 50 Jahre her und ich wundere mich, was ich damals leisten konnte.